Tourist Trophy, The Real Riding Simulator, klingt nicht nur verdammt nach Gran Turismo, es steckt auch jede Menge GT4 drin. Polyphony Digitals Motorradsimulation lässt die Herzen der PS2-Biker höher schlagen. Über 120 Feuerstühle müssen von euch auf zahlreichen, aus GT4 bekannten Strecken gezähmt werden. Und das ist gar nicht so einfach. Den richtigen Anbremspunkt für die Haarnadelkurve zu finden, erfordert einiges an Erfahrung und Streckenkenntnis. Harte Biker freuen sich dafür umso mehr über den packenden Realismus im Spiel. Wie beim vierrädrigen GT-Bruder heizt ihr auch in Tourist Trophy in schnellen Arcade-Rennen über den Asphalt oder kämpft euch in TT World durch die verschiedenen Hubraumklassen nach oben. Allerdings sind auch hier nur vier Gegner auf der Piste, etwas zu wenig, um sich ständig packende Überholmanöver mit der beinharten Konkurrenz zu liefern. Dennoch sind wir gespannt, wenn im Juni die PAL-Version in Europa an den Start rollt. Also, wer es bis jetzt immer noch nicht mitbekommen hat, dieses Spiel ist cool. Statt simulationslastigem, sauberen Profi-Basketball dreht sich in Ubisofts N1 Streetball alles um coole Moves, tighte Skills und generell viel Yo und Bling Bling. Das Besondere an der Streetball-Versoftung ist die Möglichkeit, ganz eigene Moves zu kreieren. Das sogenannte Eyeball-System erlaubt es euch, Bewegungsabläufe nach euren Vorlieben aneinander zu reihen und so die schönsten Ballzaubertricks vom Stapel zu lassen. Doch selbst mit den vorgegebenen Moves tänzelt ihr nach wenigen Trainingsminuten wie ein junger Dunking-Gott übers Parkett. Darüber hinaus könnt ihr euch natürlich auch euren ganz persönlichen Wunschprofi zusammenschrauben. Insgesamt macht N1 Streetball auch Sportmuffeln eine Menge Spaß. Es sieht nett aus, spielt sich angenehm flott und bietet dabei aber genug Spieltiefe, um auch echte Experten längerfristig zu beschäftigen. Ende März soll die Scheibe beim Händler eures Vertrauens für euch bereitliegen. Panzer Elite Action Fields of Glory versetzt euch auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Doch diesmal nicht auf Schusters Rappen mit einem Gewehr im Anschlag, sondern im Inneren eines stählernen Panzers. Mit eurem gewaltigen Stahlkoloss ballert ihr euch durch zahllose historische Schlachten und Feldzüge auf deutscher und alliierter Seite. Auf Knopfdruck gebt ihr eurem Kampfverband gezielte Anweisungen zum Rückzug oder Vormarsch. Zahlreiche authentische Videoclips sorgen für eine packende Atmosphäre, allerdings nur bis zum eigentlichen Missionsstart. Dann fällt einem sofort die hoffnungslos veraltete und rucklige Grafik ins Auge. Auch in Sachen Steuerung müssen die Entwickler noch ein paar Extraschichten schieben. Wir sind gespannt, ob das bis zum Release gelingen wird. Hat jemand von euch den Film Hard am Limit gesehen? Nein? Macht nix. War so ein bisschen wie The Fast and the Furious, nur mit Motorrädern und noch blöder. Jacked sollte eigentlich das passende Spiel zum Kinodesaster werden. Aufgrund mangelnder Qualität wollten die Macher des Films mit der Versoftung jedoch nichts mehr zu tun haben. Das traurige Überbleibsel der ehemaligen Zusammenarbeit seht ihr hier. In Jacked heizt ihr mit Feueröfen über 24 grafisch selten triste Strecken, haut eure Konkurrenten aus dem Sattel und versucht, als erster über die Ziellinie zu kommen. Das war's auch schon im Groben. Immerhin macht das Runterboxen und Klauen der gegnerischen Maschinen ungefähr einmal Laune. Danach langweilt das planlose Rumgefuchtel aber nur noch. Auch im Zweispielermodus kommt partout kein Geschwindigkeitsrausch auf. Grafische Langeweile gepaart mit einer schwammigen Steuerung und einfallslosen Spielmodi lassen auch Genrefreunde schnell nach einem anderen Titel greifen oder den guten alten Klassiker Road Rash einwerfen.
Snakes zweites PSP-Strategieabenteuer versucht mit zahlreichen Verbesserungen und Neuerungen den mittelprächtigen Vorgänger weit hinter sich zu lassen. In Metal Gear Solid 2 dürft ihr beispielsweise die Kamera mit dem Analogstick schwenken und habt so mehr Überblick in verwinkelten Einsatzgebieten. Dank überarbeiteter Menüführung und komfortablerer Steuerung lenkt ihr den Schleichmeister flotter durch die Levels und genießt einen flüssigeren Spielablauf. Wie ihr sehen könnt, hat sich auch optisch einiges getan. Der Cell-Shading-Look steht Mr. Snake äußerst gut und lässt den Titel frischer und detailreicher erscheinen als den eher drögen Teil 1. Und es kommt noch besser. Mit einem speziellen Aufsatz, der auf die PSP gesteckt wird, genießt ihr das Spektakel in echtem 3D. Als kleines Gimmick finden sich auf der UMD sogar noch Bonus-Movies, die ihr mit dem Solid Ice System genannten Zubehör betrachten könnt. Angesichts solcher Aussichten sind wir schon sehr auf die fertige Version gespannt, die diesen Sommer in die Läden kommen soll. Ja, wen haben Sie denn da aus der Videospielgruft gelassen? Capcom-Blechkumpan Mega Man beehrte schon im letzten Monat unsere DVD. Und diesmal meldet er sich mit einem weiteren PSP-Spiel zurück. Wie der Name Powered Up schon vermuten lässt, handelt es sich auch diesmal wieder um ein Remake eines alten Serienteils. Für die UMD haben sich die Entwickler sage und schreibe das allererste Mega Man ausgesucht und grafisch gehörig aufpoliert. In Sachen Gameplay ist hingegen, wenig verwunderlich, alles beim Alten geblieben. So hüpft und schießt ihr euch durch knackschwere Levels, stellt euch fiesen Obermotzen und ärgert euch darüber, dass der blaue Blechkopf es immer noch nicht drauf hat, sich mal zu bücken oder nach oben zu schießen. Noch mehr Infos zu Mega Man Powered Up findet ihr übrigens im großen Capcom-Special auf dieser DVD.